Jo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Deponia. Genau, wir waren jetzt hier bei diesem Rätsel stehen geblieben. Und ja, oh, das ist der Stift aus der Hand gefallen. Wir müssen gucken, dass diese Tauben, hier oben beim Kleinen ist ja jetzt gar keine Taube. Und hier sind diese großen Tauben. Die großen Tauben tragen dann ja auch die großen Pakete. Da muss hier oben also eine kleine Taube hin, dass das halt ein bisschen durcheinander geht. Jetzt ist es so, wäre es ja korrekt. Und das müssen wir erstmal zusehen, dass das so hinhaut. Jetzt ist es ja wieder wie am Anfang. So. Jetzt sind hier überall kleine Tauben. Das heißt, jetzt könnte es sein, dass das da... Kann ich irgendwie wieder weg? Wie geht denn das nochmal? Ich lass sie mal so stehen. Vielleicht Achso, okay. Bringt mir das ja was. Gut, jetzt will ich mal gucken, ob das so funktioniert, wie ich das vorhabe. Jetzt können wir hier mal die Post verschicken. Hi. Boah, ewig nicht mehr aufgenommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, Alter. Warte mal, bis später. Hier, Coupons. Ich habe hier diese... Jo. Geschein geben. Wohin? Ja. Adresse verifiziert. Frankierung wird gescannt. Die Frankierung ist korrekt. Ein leichtes Paket wird verschickt. Taube aus kleinem Taubenverschlag wird gestartet. Und schon läuft sie wieder mit normaler Geschwindigkeit. Wie entspannt sie auf einmal ist. Naja, wir... Ich habe hier die... Geschenkgutscheine verifiziert. Ein leichtes Bleigewicht aus Lager 1. Geben Sie nun die Adresse ein. Adresse... Was? Das ist halt die Frage. Die hat da direkt die zu vier Dinger draufgeknallt. Frankierung wird gescannt. Fehler, das Paket ist doppelt überfrankiert. Paket mit Frankierungsstufe 3 ist ungeeignet für den Transport kleiner Güter. Auffüllung mit Knickerfolie startet. Knick. Oh yeah, ein schweres Paket wird verschickt. Taube aus großem Taubenverschlag wird gestartet. So, kann ich das jetzt mitnehmen? Die ist ja gerade abgestürzt, die Taube. Da hinten irgendwo. Ich glaube, das ist die Taube für das mittlere. Warte mal. Das ist nämlich die kleine Taube, die muss da oben hin. Nur die Frage, wie wir die da hinkriegen. Das ist jetzt die Frage. Ich probier mal ein bisschen rum. Irgendwie machbar sein. So, das sind die wieder überall. Diese Tauben. Kann ich jetzt. Warte. Ja, wie kriege ich denn diese Taube, diese kleine Taube, dahin? Mann,
will mal versuchen, dass das irgendwie so ist, dass ich halt hier... Ich muss hier unten erstmal einen reinbekommen. Aber die Frage ist, wie ich hier unten einen reinbekomme. So, jetzt ist da schon mal einer drin. Will ich den? Entweder so oder so. Die sind jetzt irgendwie darüber, diese Dinger. So. Nochmal. Alter, wie krieg ich denn den da rüber? Ne, hier oben, wie krieg ich den da weg? So, jetzt vielleicht. Ja, so. Okay, nee, das bringt auch nichts. Vielleicht so, dass ich den erstmal umdrehe. Und jetzt noch einmal. So, jetzt haben wir das einmal so rum. Jetzt haben wir die Dicke beim Kleinen und die da. Ich muss jetzt zusehen, dass das so darüber kommt. Warum kann ich nicht hier oben an den Ecken drehen? Mano, so geht das nicht. Das kann ich gar nichts mehr machen, außer hier ohne. Okay. Alter, da war das lange. Ich hab keine Ahnung, wie ich den da wegbekommen soll. Ich glaube, du musst da komplett weg. Ah, jetzt. Endlich. So, und noch einen. Das kann was werden. Das kann was werden. Das ist aber schon wieder die mittlere Taube da. Da soll die kleine rein. Mann, wie geht denn das? Ich hab in die Mitte. Kriegt man in die Taube da rein? Jetzt ist da die große, die kleine ist ganz weg. Muss ich in der Mitte auch nur einen haben? Ich versuch mal in der Mitte nur einen zu haben, wenn das irgendwie funktioniert. Alter, das ist ein langer Part. Dieses Dreckstaubenrätsel. So, jetzt haben wir da einen. Haben wir hier drei. Jetzt haben wir zwei, jetzt ist die mittlere Taube. Jetzt haben wir hier zwei, hier zwei. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Das heißt, hier in der Mitte muss wirklich nur einer sein, dass das die kleinste Taube hier ist. Und wie kriegen wir jetzt, dass da nur einer ist? Hier sind hier nämlich drei. Hier ist, jetzt habe ich es verstanden. Die Tauben sind immer so wie... Vielleicht ist ein echt das jetzt da rausbekommen. Aha, jawohl. Gut. So, jetzt ich lass sie mal so stehen. Vielleicht bringt mir das ja was. Jetzt müsst es hinhauen. Coupon und bitteschön. Das gebe ich mal ein. So. Frankierung wird gescannt. Fehler. Hat die ja aufgefüllt und jetzt fliegt ja die kleine Taube los, die ja nichts damit eigentlich nicht tragen kann, weil das ja jetzt. Jawohl. Perfekt, jetzt haben wir die Knisterfolie. Was wollen wir damit anfangen können? Oder Polsterfolie. Knick. Knick. He, he. Knick, knicke, die Knick. Oh yeah. Fehler, Fehler. Ist was? Soll ich dich lieber allein lassen? Knicke die Knick. Oh yeah. Wie du willst.
Boah, jetzt ist bei ihm endgültig eine Sicherung rausgesprungen. War ja abzusehen. Können wir wieder reingehen? Oh. Jetzt können wir bestimmt hier hintergehen. Eine für sofort und eine für unterwegs. Schön die Ersatzkatze mitgenommen. Jemand hat Löcher in den Zettel gestanzt und sie dann nummeriert. Dem Postbot muss echt langweilig gewesen sein. Ach, warte mal. Ist halt die Frage, wie dieses Passwort ist. Das war wohl falsch. Ist da mal irgendwas eingegeben? Mikrofon? Okay, wo kriegen wir dieses Passwort her? Ich gehe mal zurück. Vielleicht gibt es jetzt hier. Wir waren das in der Mitte, ne? Mit dem Maus. Können wir noch mal Tipps angucken? Ne, der ist ja noch am Pennen. Low-Tech, die alte Schnarchnase. Ist hier vielleicht. Irgendwo. Irgendwo so ein Passwort. Ja, es muss ja irgendwie. Es muss ja irgendwie hier in der Poststelle oder so sein. Kommt also nur mit dem Ding da hoch. Gut. Probieren wir mal. Was ist das? Achso, wieder raus. Was ist mit den beiden Kätzchen hier? Können wir die vielleicht austauschen? Au! Sie krallen sich an mir fest. Sie wollen da wohl nicht mehr rein. Mit Dietrich komme ich ja auch nicht da zwischen. Hier fehlt nur der Code. Gut, wo kriege ich diesen Code her? Hier kann ich noch lang. Klappe, Polsterfolie. Abgestürztes Paket. Da ist wahrscheinlich. Was ist das bloß für eine Welt, in der man sich nicht mal mehr auf das Erdmagnetfeld verlassen kann? Hey. Warum ich so komisch rede? Weil sie neuerdings Sprachaufnahmen nach Worten berechnen. Darum. Kann ich mit dem Postboten? Ich will ihn lieber nicht stören. Er sieht so glücklich. Das mit ihm hier irgendwie was zu machen. Hey, huhu. Hallo. Hm? Ja, was gibt's? Nee. Ich geh dann mal. Mach das. Seh ich genauso. Der bleibt da wahrscheinlich sitzen. Mit dem ist eh nichts mehr anzufangen. Zusehen wir, wie wir jetzt diesen Code kriegen. Hier sind irgendwo so Stimmen. Was ist mit Lotti? Hallo, Lotti! Du schon? Du schon wieder? Nee. Ich will diesen Code haben. Ich verschwinde! Lass dich nicht! Was ist denn mit diesem Zettel und mit den Katzen? Die kann man doch bestimmt noch irgendwie benutzen. Wo? Mit dem Papageien irgendwie. Ich dachte, irgendwie Papa Katzen geben. Ich quäle keinen. Und im Gegenzug. Nee, auch nicht. Was jetzt? Vielleicht beim Sprengplan irgendwie mit diesem. Warte mal. Mit dem Ding hier irgendwie auf den Sprengplan? Wenn ich durch die Löcher gucke, erkenne ich, dass dieser Zettel stinklangweilig ist. Warum habe ich ihn nicht auf der Poststation gelassen? Mist. Irgendwo viel werden wir den auch noch gebrauchen. Kann ich hier die Katzen irgendwie reinspringen? Gizmo hat meine Philosophie zur Umfang und dabei geht sie nur in eine Richtung. Dafür brauche ich nur mein gutes Aussehen und meine Gentleman-Manieren. Aber ich behalte das mal als Plan B im Hinterkopf. Hm.
müssen gucken, was den Katzen mit dem Zettel ist. Na egal, Freunde, ich mache erstmal hier einen Cut. Und dann sehen wir uns morgen wieder bei Deponia. Bis dahin. Tschüss.